schon im ersten Teil richtig geil, der so die Zombies abklappt. Ich hoffe, dass sie die Überlebenden ein bisschen besser gemacht haben, so mit der KI. Willst du lang hin? Come on, let's go! Ah, da. Damn it! Bam, bam! Oh, der ist ein Bier. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Blöd, wenn man die noch reparieren könnte. Ja. Weil die irgendwann gerne auch noch. Okay, man! This is bad! Das ist geil. Ich geh mal da lang, genau. Den direkten Weg. Bam! Kann man noch ein bisschen ausgehen. Immer alles kontrollieren. Naja, irgendwie Zeug. Wie gesagt, ich sammle sowieso nichts. Gotta lower that barrier! Lower the barriers. Alright. Das jetzt nicht? Ah. Oh my god! Get in the car! Get in the car! Ich hab nicht geordnet hinterher. Oh, fuck, scheiße. Alles klar. Ich hab durch die Dampfhalze abgeschossen. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel lebt, also so. Oh. Setzen. Oh nein, shit, das war nicht geklappt. Kann ich mich jetzt retten? Ich glaube, meine Waffe ist schon ziemlich interessant. Ah, Spiel ist zu laut. Warte schnell. So. Das schreibt mir doch mal bitte, ob es besser ist jetzt. Ich habe es vorhin einfach getestet, aber im Intro, vielleicht war es da noch von der Lautstärke ein bisschen unterschiedlich. Oh, stirb, ey. Guck, wie lange die Karre hält. Sehr gut. Was macht ihr jetzt? Die haut einfach ab oder was? Ist ja geil. Ich hoffe, dass sie mitkommt. Krass, direkt weg. Instant in Sicherheit. Super, Sound passt jetzt auch. Gut, dass du geschrieben hast. Vielen Dank. Gott, wie viele Viecher sind hier denn? Ich will gerade noch eine Runde. Ich will noch ein paar Platten machen. There is a formal ripper. What?
Ah. Okay, auf der Karte sehe ich jetzt das. Ich finde es sehr schade. Und zwar ist mir gestern irgendwie aufgefallen, ich kann in der Schweiz, soweit ich das bis jetzt zumindest verstanden habe, das Smart Glass nicht runterladen für mein iPad. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Karte hier im Spiel gar nicht über mein iPad laufen lassen. Finde ich sehr schade, weil es ist im Store nicht verfügbar. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Workaround gibt, dass man da trotzdem drankommen kann. Ich fahre jetzt erstmal hier in der Garage. Hau ab hier. Wo geht's denn hier rein? Die Dampfwalze, die ich habe. Guck mal, hier vorne einer. So, ab da rein hier. Country. Where are the police? Where's the army? Should be safe in here for a while. You better look around, make sure none of them are in here, okay? No more. Hey, wait a minute. This guy, he's got one of those GPS Zombrex chips right there. Hey! Those are supposed to dose infected people with Zombrex, keep them from turning. And if they do turn, it's supposed to track them. I mean, isn't that the whole point? All clear. God, this wasn't supposed to happen. And none of this was supposed to happen. We need some news. We need to find out what's going on out there and when help is coming. Ja, er ist doch tot, mein Gott. Damn it! TV's on the fritz again. I'm gonna have to mess with those wires. Probably gonna take me a couple hours, Nick. You might want to see if you can find anything out there. But be careful. Trapped in a... Whoa, Matt, I can see your mouth moving, but I ain't hearing nothing. What? I can't hear you, man. Your mic is busted, dang it. I can hear you. You can see me, right? Can you help? Are you a cop? Am I a cop? Oh, that is a cop. Hi, Flynn Monkeys. I am a professional office sanitation management technician. Yeah, no, I just ran when that shit hit the fan, man. I holed up in some surveillance room. That zombie civil defense shit, the ZDC. Yeah, found the body prop and the door open, so locked my ass in here straight up. Name's Jamie Flint. Nick. Yeah, I see your shirt there, cowboy. So here's the deal. I can't call no one but you. Oh, man. But, you know, it ain't all bad. I got a bag of chips and a bag of monitors. I'm getting the hang of this civil defense system shit. Looks pretty sick. No, just hang on to this thing, man. I will call you back if I see anyone alive who needs help. Plus, maybe you can help me out with a couple of extra things if you are so inclined. So, listen, those illegals got some nice hideouts around town. There is one at the motel. Just north of you, and both of them. It is perfect for folks to wait this thing out. Yeah, a good place to store stuff, too. So, you check it out, and I will call you later. What? Ah, eben, das ist das mit dem Smart Glass, was ich meinte. Naja. Oh, ein Snack. Alter, warum schmeißt du das Ding immer weg? Da hab ich schon noch. Das kann eigentlich weg. Hier, komm. Hier brauche ich nicht. Erst arbeiten, dann das Ding. Und die muss ich irgendwie mal... Kann ich das nicht reparieren irgendwo? Hm.
Egal, ich nehme es mal mit. Here goes nothing. Nick, there's a hot little illegal chick over by the Ingleton Motel, and she looks pissed. Oh. Complete side mission to get real. Alright. Motel. Ist eine Karte? Hä, es muss irgendwie eine Karte geben. Ah, Moment. So, tipptopp. Use the map screen to find points of interest. Alles klar. Okay. Set the way. Okay. Dann geh ich mal dahin, erstmal. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen versuchen, hier die Zombies zu umgehen. Und das glaube ich gleich mühselig, wenn man immer alle tötet. Ah, es sind schon recht viele. Ja, ich glaube, das Spiel ist auch richtig geil, Moritz. Ich bin echt gespannt, weil ich habe mir bis jetzt noch nichts davon... Wer schießt denn auf mich? Krasser Typ. Ich habe mir bis jetzt noch nichts davon angeguckt. Wirklich nur ein, zwei Trailer. Ganz am Anfang mal. Und Dead Rising 1 fand ich richtig gut. Dead Rising 2 habe ich leider nie gespielt. Ich hab's mir zwar gekauft, aber nie gespielt. Also ich hab's mir so vor, ich glaube, einem Monat oder so bei Steam mal im Sale gekauft zu Halloween. Ja, eine Zuhaut. Ah, schon kaputt. Krass. Wie oft man hier wieder die Waffen wechseln muss, ne? Oh, nimmt ihr nicht? Ah, jetzt so. Sehr geil. Bin die auch kaputt. Hang auf nichts. Geil ist auch, wenn man ihnen den Arm abreißt und die mit dem eigenen Arm verprügelt. Fand ich auch mal gut. Ist noch einer. Oh, ich hab Bob gerettet. Sehr gut. 4000. Ah, Moment, ich muss mal den Level gucken. Oh, eine Axt. Äxte sind immer gut. Nimm es. Ich hab wieder das Ding hier genommen. Aber so stelle ich mir jetzt echt vor, so dass immer wieder mehr kommen. Krass, wir waren auch eben keine irgendwie eigentlich unterwegs, oder? Shit. Wo ist der Typ? Dafür, dass ich ihn jetzt gerettet habe, haut er einfach ab. Fauler Sack, ey. Was ist denn das? Oh, das ist gut. Das klingt gut. Ja, ich hoffe, dass ich später noch richtig geile Melee-Moves kriege. Und man die wieder richtig schön zermatschen kann. Ah, da ist ein Blueprint, den muss ich mir holen. Aber ich brauche irgendwie erstmal wieder schon wieder Waffen. Ich halte mir hier nichts. Das Ding ist eigentlich... Das, ich will das nicht verlieren. Kann man das reparieren zwischendurch, irgendwann später? Oder kann man das... kriegt man das leicht wieder? Weil ich finde die Kombi aus der Säge und dem... Und dem... und dem Vorschlag kann man richtig geil. Was denn her hier? Achso, gibt's nicht noch so ein... Kann ich diesen Skill-Move machen? Sehr gut. Ach, ich laufe ja falsch. Verdammt. Du setzt mir extra einen Wegpunkt und lauf in die entgegengesetzte Richtung. Das ist auch gut. Komm, dann nehme ich aus dem Ding mit. Also, der geht auch schnell, Sack. Oh, ist das der Blueprint? Yeah. Fast übersehen.
Okay.